Hallo zusammen, ich bin der Benji, bekannt unter vielen Namen schon. Und der Benny in der Schweiz, der Ben in Italien, alter Facebook, der mit dem Pinken, genau der. Dieses Jahr wieder mal mit neuer Farbe, bisschen tiefer, ja, neue Felgen. Also wenn das 10,5 mal 20 ET30 und da ich dieses Jahr ein bisschen tiefer fahren wollte, habe ich die vorne verschmälern lassen auf 9,5 Zoll und die ET ist natürlich ein bisschen anders geworden. Vorne habe ich jetzt ET23 und hinten ist eine 5er Scheibe drauf, also ET25. Das Fahrwerk, das habe ich von H&R, das ist ein Rebound, das lässt sich insgesamt 140 mm Tieferlegung erreichen damit. Und ich habe es jetzt so eingestellt, dass es auch nur gut fahrbar ist bei ca. 12,5 cm. Die Bremsen, die habe ich vom Puffy. Puffy ist vom Tirol, der ist wirklich ein Supermann. Der hat mir das ziemlich schnell organisiert, habe die selber umlackiert. Der musste Adapter dafür anfertigen. Das sind die vom R8, wirklich original komplett. Haben wir so drauf gemacht. War eine längere Arbeit, aber hat sich wirklich gelohnt. Meine Kumpels, die von G-Point Performance, sind echt tolle Jungs. Die können so quasi meine Träume in echt erfüllen. Also die wandeln das um in Realität. Und wir sind da mal zusammengesessen vor gutem Jahr und haben gesagt, wir müssen mal richtig ein Bombe-Auto machen. Und anhand von meinen Ideen und mit ihrem Können haben wir dann was umgesetzt. Und der hat mir dann diese speziellen Radläufe angefertigt. Hinten haben wir Kotflügelblech genommen, haben das so angepasst und vorne haben einfach aufgeschnitten und höher gelegt, noch ein Stück eingesetzt. Und ja, somit haben wir vorne mehr als 6 cm Verbreiterung erreicht, alles in Blech. Und hinten haben wir ca. 7 cm breiter. Wobei man wirklich nicht vergessen sollte, meine Radläufe sind ca. 3,5 cm höher als original. Somit kann ich aber lenken bei dieser Spurbreite, weil sonst würde das wohl nicht mehr gehen. Innen drin habe ich einfach mal alles ein bisschen ausgebaut, ein bisschen lackiert. Sollte stimmig sein, nicht zu viel Farbe. Ich passe die Farbe jedes Jahr ein bisschen an zu den Felgen. Innen drin sind so Sticker von meinem Kumpel, der Sandro. Der macht mir die immer so wirklich toll. Also der macht absolut geile Arbeit. Ich kann ihm immer sagen, die Größe das, die Farbe und der passt mir das an. Dann ist es eigentlich auch schnell gewechselt. Ich hatte ja letztes Jahr das Pink drauf. Zum Dach ist noch zu sagen, das wurde komplett in Carbon laminiert. Das ist der Nico von G-Point Performance dafür verantwortlich. Wir haben da zusammen was ausgeheckt. Das ist ein spezielles Vakuumverfahren. Es war schweineviel Arbeit. Ich habe da auch insgesamt dann ja, 7-mal Klarlack drauf gemacht. Also ich habe den Finish gemacht eigentlich vom ganzen Auto. Ich habe das Lackier vorbereitet, alles geschliffen, gespachtelt halt. So perfekt, wie ich es nur konnte. In meinem Auto gefällt mir eigentlich der ganze Gesamteindruck. Und zwar hat das so einen Look von Hot Wheels, weil er steht einfach da, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie so ein Elefant draufgehockt wäre, so drauf, bam, in die Breite und Tiefe. Und es schaut ja eigentlich auch so aus, als würde das Ding gar nicht fahren. Das ist das, was mir eigentlich am meisten gefällt. Das war so frühe Kindheit, hat man solche Autos gehabt. Mein Bruder ist immer drauf gestanden, da habe ich immer gesagt, ja, so sieht's geil aus, aber fährt halt nicht mehr. Ja, ich habe es jetzt nun in Realität umgesetzt und es macht so mal richtig Spaß.